In diesem Video zeigen wir euch, wie wir beim Metal Camper die Abwasserinstallation gelöst haben. Es ist ein neuer Fiat Ducato mit dem AdBlue Diesel. Und wenn euch das interessiert, beziehungsweise wenn ihr selber das Problem habt, welcher Abwassertank passt jetzt drunter, wie kriege ich das Abwasser aus der Spüle, aus der Dusche, in den Abwassertank, dann seid ihr hier genau richtig und los geht's nach dem Intro. Moin, der Jens hier vom Metal Camper. Das Video heute geht um das Thema Abwasserinstallation und wie wir das hier bei uns im Camper umgesetzt haben. Wir haben einen neueren Ducato, also vor allem mit dem neuen Diesel, der auch AdBlue braucht. Also wir haben unten am Unterboden etwas weniger Platz, weil eben noch der AdBlue-Tank dabei ist. Ein 2019er Modell, genau, mit der kleinen Dieselmaschine, ich glaube 120 kW und dementsprechend halt aber auf jeden Fall Euro 6 BCD irgendwas mit auf jeden Fall AdBlue. Wir haben lange überlegt, wie wir das mit dem Abwasser machen sollen. Wir wollten keinen Abwassertank im Wagen haben und haben dann gesagt, okay, er muss halt unter den Wagen. Und da fing eigentlich das Problem an. Wir haben echt lange gesucht. Es gibt vorgefertigt die Möglichkeit, einen Abwassertank zu kaufen, der für die Ducato Modelle so vorbereitet ist, dass ich den zwischen der Achse montieren kann. Da sind Aussparungen drin, dass ich den genau reinmontieren kann und so. Das war mir aber irgendwie alles so ein bisschen suspekt, weil ich mir gedacht habe, da sind so viele Ecken und Kanten drin, so wenn du da Abwasser drin, also ich meine kein Schwarzwasser, sondern halt Grauwasser, also keine Fäkalien, aber halt irgendwie Abwasser mit allem, was so durch den Ausguss geht, das setzt sich da ja irgendwann fest und schmockt fest und dann kriegst du das Ding nie wieder richtig sauber. Also je weniger Ecken, desto besser. Konnte mich also mit der Variante irgendwie nicht anfreunden, das Ding da unten drunter zu bauen. Und dann haben wir halt echt überlegt und hin und her überlegt, was können wir oder wie können wir es bauen oder was für einen Tank können wir nehmen, den wir unten drunter kriegen. Und ich habe echt lange überlegt und lange geguckt, was geht. Und das größte Problem ist wirklich das Maß. Weil unter diesem Auto läuft genau in der Mitte von vorne bis hinten, läuft der Bautenzug von der Handbremse, die hinten an den Heckrädern die Bremse anzieht. So, das heißt, die ganzen Kammern, die ich unter dem Wagen habe, die meisten kann ich davon nicht benutzen oder halt nur zu einem Teil benutzen, weil die eben durch dieses Handbremsseil halt getrennt sind. Dann habe ich Varianten gesehen, wo Leute einfach zwei kleine Abwassertanks genommen haben, die miteinander verbaut haben, also miteinander verbunden haben. Das funktioniert ganz gut, das kann man machen. War aber jetzt für mich auch eher irgendwie eine Notlösung. Und dann ergab es sich irgendwie total zufällig, dass wir die Sitzbank abgeholt haben. Danke nochmal Marvin übrigens. Und dann waren wir halt bei Marvin, der hatte eben auch den Ducato umgebaut, hatte auch ein neueres Modell und hatte auch eben dieses Abwasserproblem. Und der sagte, ey, es gibt einen Tank, der passt, verlinke ich euch. Das ist nämlich der einzige, der zwar eng, aber unten in diese Hohlräume passt. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir, haben den auch bestellt und ja, es ist wirklich eng. Es ist echt Presspassung, aber es hält. Zur Installation des Ganzen. Normalerweise, oder das habe ich oft gesehen, wird so ein Lochblech genommen. So ein Blechstreifen mit Löchern drin, der wird dann unten drunter gelegt und gespannt und dann ist der Kanister fertig. Das fand ich irgendwie zu usselig und habe gedacht, nee, das willst du irgendwie vernünftiger haben und irgendwie, ja. Ihr sitzt jetzt im Zeitraffer. Ich habe das so gemacht, dass ich den Tank halt zwischen die in den Hohlraum gesetzt habe. Ich habe mir den Karton unten drunter gelegt, damit er nach oben gedrückt ist, dann kann man ganz gut arbeiten und habe dann die Löcher, die unten im Unterboden schon sind, ja, sind Löcher in den Holmen drin, in der Karosserie, habe ich genommen, habe da wieder die Nieten reingesetzt. Ich glaube M8er Nieten habe ich reingesetzt und habe dann im Grunde genommen mir ein Aluprofil im Baumarkt geholt, was relativ stabil ist, und habe eigentlich eine Hängung gebaut. Das heißt, ich habe Gewindestangen genommen, 8er Gewindestangen, habe die in die vier Löcher gesteckt, die kamen dann an dem Tank vorne und hinten runter und habe dann unten drunter einfach nur diese Aluprofile gepackt und habe die dann eben durch das Hochschrauben von den Schrauben von den Gewindestangen konnte ich damit den Tank schön unter das Auto pressen und der hält halt Bombe.
Was man vorher machen muss, ist natürlich den Tank vorbereiten. Habt ihr schon tausendmal gesehen in anderen Videos, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wenn ihr eine Tanksonde drin haben wollt, baut sie ein. Ich habe, um den Puffer, den Platz oben für die Sonde zu haben, die guckt ja ein Stück raus über den Tank, habe ich den Tank nach oben nochmal mit Armaflex isoliert. Genau, und ja, kein Hexenwerk, ne? Das Ding braucht einen Einlass, ja, irgendwo muss das Grauwasser halt rein. Das Ding braucht einen Auslass, wenn es geht, einen mit Hahn, weil sonst läuft es die ganze Zeit raus. Da haben wir einen genommen. Ich muss gucken, ob das reicht vom Querschnitt her. Ein Plastikhahn, wenn nicht, kommt da was Größeres rein. Und ganz wichtig ist halt irgendwie die Belüftung. Ja? Und wenn ihr halt die Sonde haben wollt, kommt die halt nur noch rein. Aber das Ding muss halt belüftet werden, weil wenn Wasser reinläuft, dann muss Luft entweichen und das gluckert sonst so komisch. Ihr habt jetzt gerade gesehen, wie das ganze System bei uns funktioniert. Wir haben hinten über dem 80 Liter Wassertank haben wir eine Druckwasserpumpe von Lilie, die das ganze System eben mit Druckwasser versorgt, dass wir unsere Haushaltsarmaturen, die wir hier haben, betreiben können. Das Wasser geht dann jetzt in dem Test, habe ich das gerade einfach durch unsere Spüle laufen lassen oder in unsere Spüle laufen lassen. Da geht dann der Abwasserschlauch, macht einen kleinen Bogen quasi unterm Bett lang, weil wir da an unserer Schrankinstallation vorbei mussten. Mit dem Gefälle aber überhaupt kein Problem, weil wir im Grunde genommen, weiß nicht, 60 cm haben, um quasi der Ausgusshöhe ist irgendwie 60 cm über dem Boden und dann irgendwie bist du dann letztendlich knapp auf dem Boden, wenn man in diese Pumpe reingeht, war also überhaupt kein Problem, das auch über eine längere Distanz mit Gefälle zu verlegen. Hat wunderbar funktioniert. Ihr seht, es dauert halt, wenn er anmacht, ein bisschen, bis das Wasser dann da durchgeflossen ist. Kommt dann aber unten in der Pumpe an und wird dann abgepumpt. Die Frage, die man sich halt vorher stellen muss beim Ducato, ist, wo eigentlich unterm Auto ich den Abwassertank reinsetze. Und da gibt es eben nur eine Position, das ist da, wo das Handbremsseil quasi nach hinten durchgeht. Das ist relativ eng und das ist relativ weit vorne, also mittig vorne im Wagen. Bei uns ist das Problem, in Anführungsstrichen, wir haben vorne die Sitzgelegenheit, unsere Spüle ist hier, die ist schon im hinteren Bereich und daneben ist auch die Dusche, also das zweite, wo wir Abwasser haben. Normalerweise macht man das ja so, dass man das Abwasser durch den Wagen fließen lässt und dann geht es irgendwo durch ein Loch, durch den Wagenboden direkt in den Tank rein. Das war jetzt bei uns nicht möglich, weil der Tank einfach zu weit vorne ist und das Abwasser zu weit hinten. Ich wollte jetzt aber auch nicht irgendwas mit Gefälle im Auto bauen, damit das Wasser fließt, wollte aber auch den Tank nicht, wenn ich quasi aus dem Auto rausgehe, von unten befüllen. Ja, also dass man quasi mit dem Anschluss rein aus Gefälle, also quasi eine Freispiegelentwässerung macht in den Tank rein und dann von unten in den Tank reingeht und der sich dann befüllt. Dann war also die Überlegung, wie lösen wir das Problem? Und ich hatte das bei Mamacher gesehen, der halt seine Abwasserlösung auch mit einer Pumpe gemacht hat, mit einer Bilgenpumpe. Sowas kommt eigentlich aus dem Bootsbau und ist eigentlich dafür da, wenn irgendwo Wasser drin steht, eben das Wasser abzupumpen. So, und das ist jetzt eben eine Variante von einer Pumpe, die ist in einer Box. Das zeige ich euch jetzt gerade im Video. Und in dieser Box sind mehrere Anschlüsse. Ich habe dann einmal das Zuwasser, ich habe zwei Zuleitungen, da ist die eine von der Dusche, da ist die andere, die vom Waschbecken kommt. Das Wasser läuft in diese Box rein und sobald in dieser Box ein bestimmter Wasserstand erreicht ist, springt eine Pumpe an und pumpt das Wasser ab. Das hat einen großen Vorteil, das Wasser, was abgepumpt wird, ich glaube, das ist ein 2 cm dicker Schlauch ungefähr, der aus dem Gerät rausführt. Dadurch, dass da jetzt Druck drauf ist, kann ich diesen Schlauch im Grunde genommen überall langlegen. Das habe ich halt auch gemacht. Ich habe den ein Stückchen weiter nach vorne geführt im Auto an eine Stelle, wo ich sowieso mit mehreren Schläuchen raus musste, aber dann auch nicht mehr so weit von dem Tank weg war und bin dann durch den Boden einfach durchgegangen und habe das Abwasser dann einfach am oberen Teil des Abwassertankes dann angeschlossen. Hat den Vorteil, dass ich mir keine Gedanken darüber machen muss, wie kommt das Wasser oder wie fließt das Wasser eben in den Tank zum einen. Zum anderen ist das nochmal ganz gut gegen Gerüche. Also diese Pumpeneinheit kann man mal ganz gut den Deckel abmachen, ein bisschen Frischwasser reinpacken und einmal durchspülen, damit sich da keine Gerüche drin bilden. Beim Abwassertank schwierig. Wir haben unseren, man hat es vorhin gesehen bei der Installation, schon so verbaut, dass die Revisionsluke an der Seite ist und man eigentlich auch mal mit dem Wasserschlauch durchspritzen kann. Aber ich habe halt trotzdem nicht diese permanenten Gerüche aus dem Tank, die wieder rauskommen.
Nachdem wir den Tank dann unter dem Auto installiert hatten, haben wir nochmal gesehen, dass der Endschalldämpfer doch ziemlich nah an dem Tank dran ist und haben uns überlegt, okay, wie lösen wir das Problem, weil der Endschalldämpfer kann sehr, sehr warm werden und das mit neben einem Plastiktank ist halt doof. Und wir haben uns einfach aus dem Autozubehör, das ist glaube ich ein Laden gewesen, der macht sonst irgendwie Motorradklamotten, haben wir uns so eine Hitzeschutzmatte geholt. Also jetzt einfach nicht nur irgendwie ein Aluminiumzeug, sondern das ist eben, da ist ein Glasfaser, irgendein Fasergeflecht drunter, dann ist da nochmal eine Reflexionsschicht drunter. Das Ding war selbstklebend, also total gut. Auch gar nicht mal teuer. Ich glaube irgendwie 19, 20 Euro für so ein großes Teil. Haben wir das dann einfach von außen nochmal an den Tank halt dran geklebt, dass eben die Hitze den Tank nicht beschädigt. Sind dann auch das erste Mal, als wir mit dem Tank drunter gefahren sind, war eine längere Strecke in die Eifel, ich glaube 1,5 Stunden unterwegs gewesen, mit Autobahn, mit bergauf, bergrunter und genau, da dachten wir, okay, jetzt müsste der Schalldämpfer, der Endschalldämpfer ja richtig heiß sein. Hab dann aber dran gepackt irgendwie oder habe erstmal vorsichtig gefühlt und habe dann auch irgendwie dran gepackt, der war nicht mal handwarm. Ja. Und dann dachte ich auch so, boah, cool, Props an Fiat, das habt ihr gut im Griff. Als wir den Wagen jetzt zugelassen haben beim TÜV, habe ich dem TÜV-Prüfer auch die Stelle gezeigt und sagte hier, wir haben halt eben durch die Nähe, wegen der Nähe zu dem Endtopf, haben wir uns das eben überlegt, dass wir da ein Hitzeschild reinbauen. Fand er total clever, dass wir überhaupt auf sowas geachtet haben, fand er gut. Und ich habe ihm dann halt auch erzählt, dass wir das ausprobiert hatten mit der Hitzeentwicklung und gemerkt haben, das wird eigentlich kaum warm. Und er sagte, ja, es ist halt eben bei den Endschalldämpfern wohl so, dass je älter die werden, je mehr die sich auch zusetzen, dass die dann irgendwie mehr Wärme entwickeln. Es kann also sein, dass der in ein paar Jahren einfach viel heißer wird. Und da haben wir dann in dem Falle eben vorgebeugt. Wo gab es Probleme mit der Geschichte? Was uns noch so ein bisschen problematisch ist, was wir jetzt im Auge behalten müssen, ist diese Bilgenpumpe. Eigentlich ist das ein total cooles Prinzip, aber die hat so einen kleinen Schwimmerschalter, der sagt, okay, jetzt ist genug Wasser drin, jetzt muss ich anfangen zu pumpen und wenn das Wasser raus ist, kann ich ja wieder aufhören zu pumpen. Das hat bei uns jetzt schon zwei, dreimal, warum weiß ich nicht funktioniert. Da hörte ich es auf einmal, als wir Wasser am Laufen lassen, plätschern und dachte, hab dann geguckt und dann ist das Wasser, diese Kiste hat einen Überlauf, da kann jetzt also nichts passieren, die geht bei uns dann direkt aus dem Wagen raus, aber das ist halt nicht Sinn der Übung. Und hab dann gemerkt, okay, da tropft Wasser raus. Ja, doof, jetzt ist dieses Pumpengehäuse voll, jetzt willst du es natürlich auch nicht aufmachen, um da irgendwie drin rumzudengeln. Aber hatte ich gesehen, diese Pumpe hat zwei Plusleitungen und die eine Plusleitung ist halt die über den Schwimmer geschaltet ist und die andere ist einfach ein Ein-Aus, also sobald da Strom drauf ist, läuft die Pumpe los. Und wir haben es jetzt so gebaut, dass ich nochmal einen zweiten Schalter nach vorne geholt habe, beziehungsweise neben unseren Toilettenauszug und dass ich dann, wenn ich merke, das Wasser fließt nicht ab, dann kann ich einmal manuell die Pumpe starten, dann saugt die das alles ab, das dauert ja nur ein paar Sekunden und dann funktioniert die auch wieder. Ja, wenn man dann irgendwie steht und dann fließt wieder Wasser nach, dann hört man auch immer, wenn man das wieder anspielt. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, wenn man vorher gefahren ist, ob sich dieser Schwimmer irgendwie verkantet, sonst irgendwas, kann man aber eben dadurch lösen, dass man diese manuelle Überbrückung einschaltet und dann dementsprechend das Ding laufen lässt. Ein weiteres Problem, was wir hatten, war der Abwasserschlauch. Es ist relativ schwierig, in dem Querschnitt Schläuche oder vernünftige Schlauchware zu finden. Meistens kriegt ihr Spiralschläuche, wo also quasi ein Spiraldraht den Schlauch definiert und dann wird da halt Gummi drum gegossen. Das heißt aber, ihr habt ein ganz wenig, also ihr habt immer diesen Spiralschlauch, der durchgeht und das dann dicht zu kriegen, ist halt relativ schwierig. Wir haben bei uns zum Beispiel das T-Stück verbaut, wo das Abwasser von der Spüle und von der Dusche zusammenläuft. Und als wir das erste Mal unterwegs waren, habe ich dann irgendwann, wenn wir uns das Klo rausgezogen haben, kann man halt irgendwie, sieht man eben die Pumpe dahinter. Und dann gucke ich hinter, dachte, boah, wow, warum ist da Wasser? Und dann habe ich halt gemerkt, dass diese Stellen halt undicht waren. Obwohl ich die eben, die Schläuche halt auf dieses T-Stück gesteckt habe und eben noch mit Schlauchschellen halt festgezogen habe. So, und das ist halt das Problem, es gibt extra Schlauchschellen für diesen Spiralschlauch, die hatte ich nicht, habe normale genommen, habe gedacht, nee, es wird schon halten, es ist ja kein Druck drauf, da muss ja nur Wasser fließen. Nee, Wasser sucht sich seinen Weg, auch wenn kein Druck drauf ist und es hat ausgelaufen. Gelöst haben wir das Problem mit dem Loctite, ja, also mit dem Zeug, mit dem wir auch die Druckwasserleitungen dicht gemacht haben. Ansonsten hatten wir mit der Abwasserinstallation bis jetzt noch keine Probleme. Spannend wird das, wenn wir jetzt das erste Mal richtig wegfahren und auch den Abwassertank richtig nutzen, wie das funktioniert, dass wir den Tank leer kriegen. Ansonsten, wie gesagt, wir haben die Revisionsluke dran, das heißt, man kann auch im Grunde genommen
genommen, auf einer, wenn man irgendwo das Wasser ablässt, da auf einer Station steht, auch mal mit dem Schlauch einfach das Ding ausspritzen, kriegt es auch wieder sauber. Aber Sinn der Übung ist es ja eigentlich, dass es durch den Ablasshahn rausgeht. Da könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht nochmal Probleme gibt, aber ansonsten sind wir damit bis jetzt soweit ganz zufrieden. Ihr habt jetzt gerade von unten mal gesehen, wie der Tank im Einsatz aussieht. Das Wasser läuft jetzt einfach unter das Auto bei uns in die Einfahrt, ist kein Problem. Da ist bis jetzt nur klares Wasser durchgelaufen, beziehungsweise hatte ich den gerade einmal durchgespült. Ist also nur klares Wasser, keine Sorge. Aber so soll eben der Auslass dann auch später bei uns funktionieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch vor allem beim Ausbau von eurem Auto weiterhelfen. Wenn es es getan hat, dann lasst uns doch einen Daumen da und abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal.